Gut, dass Sie da sind. Der Mann am Baum, ich glaube, der ist tot. Wo ist der Mann? Der lebt, der hat Puls. Wir brauchen einen RT und eine Schere oder irgend sowas, ja? Hallo? Hören Sie mich? Hallo? Transport. Russen. Was? Transporter? Russen? Verbrennen. Verbrennen? Bleiben Sie hier. Wir sind von der Polizei. Wir helfen Ihnen, okay? Hier, die Schere. Gut, helft mir, ja? Ja. Russen, Tote, verbrennen. Klang, als hätte mein Opa vom Krieg erzählt. Die wiegt bestimmt 120 Kilo. Es müssen auf jeden Fall zwei Personen gewesen sein. Einer hat ihn festgehalten und der andere hat ihn gefesselt. Hallo. Hallo, bleiben Sie bei uns. Georg Breuer, 58 Jahre alt, wohnhaft hier in München. Bleiben Sie bei uns, hallo, der RTW ist gleich da. Hallo. 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 Fahrzeugschein gehört zu einem weißen Peugeot Boxster Transporter. Hallo. Haben Sie einen weißen Transporter hier gesehen? Ich glaube, ein weißer Sprinter kam aus der Parkbucht mit quietschenden Reifen gerast. Gut, der muss ja noch irgendwo sein. Habt ihr mein Handy? Meins habt ihr mit meinem Dienstwagen abgeschleppt. Danke. Alex, ich bin's. Du, wir haben am Einsatzort einen gefesselten Mann gefunden. Georg Breuer, 58 Jahre alt. Der arbeitet für eine Firma Meierlein. Ja. Krieg doch mal raus, was sie transportiert haben, okay. Ja? Der Wagen wurde gestohlen. Ich bin jetzt übrigens auf dieser Nummer erreichbar. Frag nicht warum. Gut, bis später. Tschüss. Die Verstärkung hat bei der Anfahrt einen verlassenen weißen Peugeot Boxer am Waldrand entdeckt. Gut. Am Waldrand circa 1 Kilometer stadtauswärts. Ich fahr dahin. Dienstwagen? Danke. Ja, und mein Handy? Beschlagnahmt. Stehler hier von der Kriminalpolizei. Robert, da bist du ja endlich. Seit einer Stunde versuchen wir, dich zu erreichen. Du wolltest doch nur kurz ein Geschenk für Max besorgen. Pat und Patachon haben meinen Dienstwagen abschleppen lassen. Mein Handy ist im Wagen. Wie, Pat und Patachon haben deinen Wagen abschleppen lassen? Ja, die sollten mich zurück ins KL fahren, aber dann kam ein Notruf rein. Habt ihr schon was über den Transporter rausgefunden? Ja, Philipp telefoniert gerade mit der Firma Meierlein. Hey, ich weiß jetzt, was der Fahrer geladen hatte. Leichen. Was? Er war mit einem Leichentransporter unterwegs. Kein Spaß, er war wirklich mit 2 Leichen auf dem Weg ins Krematorium. Er schickt mir die Namen der Leichen jetzt, warte mal. Jo, hat er schon. Also die erste Leiche, Manuel Weber, 46 Jahre alt. Und die zweite, Rosi Immroth, 70 Jahre alt. Robert, wir müssen mal kurz die Toten überprüfen, dann melden wir uns wieder bei dir, ja? Alles klar. Ciao. Meint ihr, die Autodiebe wussten von der Fracht? Fährst du wieder Streife, oder was? Wir haben noch nichts angefasst. Gut. Schreckschuss. Gut, machen wir den Wagen mal auf. Eine Leiche fehlt.
Wieso klaut jemand eine Leiche? Vielleicht ein Bodypacker, der das Koks geschluckt hatte oder sowas. Mann, du guckst echt zu viele Krimis. Wir suchen die Leiche einer 70-jährigen alten Frau. Wieso würde jemand die Leiche einer alten Frau klauen? Warum schleppen die eigenen Kollegen meinen Dienstwagen ab? Gut. Was macht er denn jetzt? Er informiert die Spurensicherung und spricht mit den Angehörigen der verschwundenen Leiche. Danke, Tim, dass du mein Auto vom anderen Ende der Stadt zurückgebracht hast. Du bist ein super Kollege. Du hilfst Menschen in Not. Zum Beispiel, wenn gemeinerweise deren Auto aus dem absoluten Halteverbot abgeschleppt wurde. Kollege, hast du mal gesehen, wie der Wagen aussieht? Den hättest du vorher echt mal durch die Waschstraße fahren können. Guten Tag, Ritter von der Kriminalpolizei, mein Kollege Herr Stamberger. Die Kollegen haben Sie informiert, dass wir vorbeikommen? Ja, ich bin froh, dass Sie endlich da sind. Kommen Sie bitte rein. Danke. Ich kann das alles überhaupt nicht fassen. Ich bin mir sicher, meine Mutter ist ermordet worden. Die Pflegerin, die Martha Kawetzka, die hat meine Mutter umgebracht und bestohlen. Der Erbschmuck hier, es ist alles weg. Das ist Ihre Mutter? Ja. Das Foto sollte bei der Beerdigung auf dem Altar stehen. Ich habe hier vor 6 Wochen den ganzen Schmuck schätzen und alles dokumentieren lassen. Und als ich zurückkam, habe ich den Schmuck zurück in den Tresor gelegt. Dann hat mich die Todesnachricht erreicht und der Tresor war leer und der ganze Schmuck weg. Ich habe alles abgesucht. Entschuldigung. Ja? Haben Sie den Diebstahl zur Anzeige gebracht? Ja, es waren Kollegen von der Polizei sofort hier und haben den Diebstahl aufgenommen. Aber es sind keine Einbruchspuren gefunden worden. Das ist auch klar, weil die Pflegerin, die Martha Kawetzka, hier lebt. Ich habe die Kollegen gebeten, meine Mutter den Leichnam obduzieren zu lassen, damit man den Mord nachweisen kann. Aber die Kollegen haben es nicht für notwendig erachtet. Es würde sich um einen bestätigten natürlichen Tod handeln. Und wer hat den Totenschein ausgefüllt? Das war der Hausarzt. Der hat Herzrhythmusstörung draufgeschrieben. Frau Imroth, wussten Sie, dass Ihre Mutter Frau Kawetzka vor kurzem als Haupterbin in ihrem Testament eingesetzt hat? Nein. Puh, diese Schlange. Die können Sie gleich verhaften und mitnehmen. Frau Kawetzka? Mhm. Ritter von der Kriminalpolizei. Hallo. Mein Kollege Herr Stamberger. Wir hätten ein paar Fragen an Sie. Sie haben Frau Imroth gefunden, richtig? Ja, ich habe Frau Rosi gefunden. Normalerweise Frau Rosi morgens immer sehr früh wach, aber an dem Tag nicht. Ich habe mich gewundert und habe sie dann tot in ihrem Zimmer gefunden. Ja, klar, weil sie sie umgebracht haben. Wie haben sie es gemacht? Haben sie ihr falsche Medikamente eingeflößt? Ich habe Frau Rosi nicht umgebracht. Sie haben meine Mutter bequatscht, damit sie sie als Erbin einsetzt, weil der Schmuck allein hat ihnen ja nicht ausgereicht. Das stimmt nicht, das ist nicht wahr. Wussten Sie denn, dass Frau Imroth sie als Haupterbin eingesetzt hat? Als Erbin? Ja. Nein, ich habe davon nichts gewusst. Aber es wundert mich auch nicht. Frau Rosi war immer sehr enttäuscht, weil Sie sich nicht gekümmert haben. Sie haben sich nur gemeldet, wenn Sie was gebraucht haben. Und Sie hatten einen Streit. Sie wollte Schmuck von Frau Rosi haben und Frau Rosi wollte es nicht geben. Das stimmt. Ich besitze eine Bäckerei in Frankreich. Das war schon immer mein großer Traum. Eigene Bäckerei, aber der Traum drohte zu platzen, weil dort alles so teuer ist. Da habe ich meine Mutter gebeten, mir den Schmuck zu geben. Weil irgendwann würde ich ihn ja sowieso erben. Nein, Frau Rosi wollte den Schmuck nicht geben, weil sie hatte Angst, dass sie ins Pflegeheim stecken. Deswegen hat sie jeden Cent gespart. Wahrscheinlich haben sie umgebracht, weil sie das ganze Erbe haben wollten. Das Haus, das Geld, den Schmuck. Das ist eine Unverschämtheit. Die beiden müssten uns bitte zur Dienststelle begleiten, ja? Danke. Robert, die Leiche wurde gefunden. Ich sehe, hast du dein Auto wieder. Hey, sind das Pat und Patachon? Die arme alte Frau. So hat sie sich ihre letzte Reise wahrscheinlich auch nicht vorgestellt.
Sind das die beiden Vögel, die den Wagen gefahren haben? Ja, genau. Sie hatten keine Papiere bei sich und sie sprechen kein Deutsch. Dem Akzent nachzuurteilen, sind sie irgendwo aus dem Ostblock. Polen? Möglicherweise. Außer ich nichts verstehen, haben die beiden nichts gesagt. Ich gehe davon aus, dass sie hier gefahren sind und einen Fuchs ausweichen wollten. Dann mit dem Auto hier ins Feld rein. Ja, das Tier liegt jetzt tot da drüben. Der Bauer hat die Polizei gerufen, als er den Rauch gesehen hat. Als wir hier eintrafen, hatten die beiden versucht, den Karren aus dem Dreck zu ziehen. Gut. Na, dann schauen wir mal, wo die Herrschaften hin wollten. Eine Adresse in Saarbrücken. Alex, hi. Du, könntest du eine Adresse für mich überprüfen? Die Helmut-Kohl-Straße 114 in Saarbrücken. Super, danke. Kriminalpolizei. Polizier. Kleine Spritztour mit einer toten Oma gemacht? Nichts verstehen. Ach, nichts verstehen? Nichts verstehen. Warum haben Sie die Frau umgebracht, habe ich gefragt. Jo. Какой убийство? Die müssen ins KF, ja? Gut, komm. Also, so wie es aussieht, wollen die beiden in Altenheim nach Saarbrücken. Alex hat die Adresse gecheckt. Okay, gut.